Guten Morgen. Hab nur noch was getrunken. Ja, hi. Oh, cool, wir haben Wind. Ja, danke. Du mich auch. Ja, der ist kein Herbstding, ne? Also der ist wirklich nur im Sommer Wind, oder? Bevor ich jetzt hier irgendwie, ne? Das ist nur ein Sommerding. Ja, aber danke, dass wir Wind haben. Nein, ich fühle mich auch nicht verarscht. Vielleicht ein bisschen verarscht, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Na gut. Okay, cool. Das Erntedankfest haben wir erfolgreich geschafft. So, Pok Choi, du bist fertig. Pok Choi! Ich hasse Pok Choi so sehr. Dieser Pok Choi hasst mich wirklich, oder? Ich meine, der sieht so prall aus. Der sieht so prall aus wie 90er Jahre Pornostars, ehrlich. Nicht, dass ich mich damit auskenne oder Ahnung habe. Nur vom Bekannten, mit denen ich nichts zu tun habe. Und das ist das Internet. Ich kann da nichts für. Okay. Oh, es ist windig. Schnell ablenken. So. Mann. Ich bin müde, ich darf so doof reden. Ich bin Let's Player, ich darf doof reden. So. Oh Mann, das Blöde ist, wenn man selbst darüber die ganze Zeit lachen muss, weil man selbst so doof ist. Das ist das Schlimmste. Okay. Gut. Der Tyrannosaurus ist morgen fertig. Also heute, eigentlich, wenn wir jetzt schlafen gehen, ist er morgen fertig. Batterien brauche ich theoretisch auch nicht mehr sammeln. Wir lugen mal unter Wasser. Aber wie gesagt, das wird heute noch nicht fertig sein. Sehr schön, die sind auch durch. Ja, ich lasse euch raus, alles gut. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie klappt. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie funktionieren soll. Wir werden das alles herausfinden müssen. Mit der Tiersche. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was überlegen. Jetzt bin ich out of order. Der wollte doch goldene Seetang-Essenz haben, ne? Davon haben wir gar nichts. Möchte ich nur mal sagen. Wo ist denn das? Nach unten. Wir haben gar keine goldene Seetang. Der wollte, glaube ich, goldene Seetang-Essenz, ne? Dann gehe ich nämlich nochmal goldenen Seetang kaufen. Jetzt bin ich so verwirrt. Ja. Wir haben gar keine goldene Seetang-Essenz. Ich war die ganze Zeit der Meinung, wir hätten was, aber dadurch, dass wir ja den Streichler gebaut haben und was weiß ich alles, ist uns ja erst aufgefallen, dass wir gar keine goldene Seetang-Essenz haben. Gut. Dann mache ich aber mal einen schnellen und kaufe das einfach. Da ich jetzt gar nicht dran gedacht an die Dinger, aber gut. Die werden ja noch vor den Früchten fertig sein. Die werden ja vor den Früchten fertig sein. Habt ihr gesehen, was für ein geiler Treffer das war? Direkt getroffen. Alles aufgewertet, bis auf die Setzlinge. Pech für die Setzlinge. Der Erstellungsplan, der die von automatischen Sammler und Dünger ermöglicht. Ne, das klingt aber nicht so. Aber einen Müllsammler brauche ich wohl auch irgendwie nicht, weil der nur Müll sammelt. Und dann kriegen wir nur Müll zusammen. Und naja, brauchen wir jetzt nicht. Ich brauche keinen Müll. Ich brauche wirklich keinen Müll. Ehrlich nicht. Ich bin jetzt nicht so der Müllfan. Gebe ich zu. Das wird bis morgen schon fertig sein.
Ich pflanze mich ins Bett, oder? Skippen wir wieder so ein paar Tage durch. Ich meine, in 6 Tagen ist es soweit, denn... Achso, ich habe die Tiere rausgeholt, okay. In 6 Tagen ist es soweit, denn können wir wieder hier... Warte auf Seevolk, Stadtführung für das Seevolk. Das können wir in 6 Tagen machen. Können hier auch mal wieder Kürbisse ansetzen, ne? Wir könnten auch da mal wieder Kürbisse ansetzen. Wobei, noch brauchen wir Früchte, das würde ich noch nicht tun, doch. Da würde ich doch noch abwarten. Und den Fisch fangen müssen wir ab den 22., wenn es regnet. Also ab da an hätten wir schon, wir hätten schon was zu tun. Der Tyrannosaurus ist fertig, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Die anderen sind auch in der Arbeit, das ist auch sehr geil. Das ist alles geil. Das ist geil. Guten Morgen. Das Hologramm ist fertig. Geh ins Museum. Nein, geh du doch ins Museum. Ich denke. So, 5 sind in Arbeit. 5 sind fertig. Wir gucken mal, wie es da unten bei den Triceratöpsel aussieht. 2. Ich lasse die erstmal da drinnen, da. Was sollen sie in meinem Inventar? Knödeln sie mich auch nur voll. Pak Choi! Nein, endlich. So, wieder jede Menge zum Abernten. Abernten tun wir trotzdem. Und tun das trotzdem alles in die Verarbeitungskisten da und was weiß ich alles. Das ziehen wir trotzdem durch. Zack. Das machen wir trotzdem. Das ist mir auch wichtig. Dann hast du die eingelegten Antischorken. Hier kriegst du auch noch eingelegte Pak Choi. Hier, bitte, 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 bitte. Mein Auge juckt. Dauert sowieso noch alles. Das wird alles in Arbeit. Alles in Arbeit. Habe ich die Tiere jetzt rausgeknapselt? Oder ich kriege ein bisschen Orientierungsverlust. So. Diddle-dim-dim-dim. Diddle-dim-dim-dim. So. Ab unter Wasser. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es fertig ist. Aber wir könnten rein theoretisch auch gleich unter Wasser schlafen. Von der Theorie her. Weil wir haben oben jetzt alles soweit erledigt. Ich kriege den automatischen Sammler auch nicht mehr abgebaut. Also er ist wirklich verbuggt. Er ist tatsächlich leider verbuggt, der automatische Sammler. Leider haben wir es geschafft. Kaputt. Schade. Oh, schön. Ich finde es gut, langsam nähert sich das da oben dem Ende. Bis auf das jetzt hier, aber es nähert sich langsam dem Ende. Hier habt ihr noch ein paar. Ja, die sind nämlich super, 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 super. Bazooka. Hä? Gibt es einen Grund für? Mein Essen gibt es einen Grund für? Ich bin manchmal so verwirrt. So,
So, ich gehe jetzt einfach ins Bett. Wir skibbeln ein bisschen vor. Skibbelidab. Armes Gatman und so. 90er Jahre Kind. So, die müssten auch jetzt weg sein. Okay, noch nicht. Die auch nicht. Die ist weg. Die sind auch in 2-3 Tagen fertig, gehe ich mal von aus. Geht mal raus, meine Lieben. Und wenn wir das goldene Orchester fertig haben, dann können wir auch schon wieder neue Tiere kaufen. Und dann müssen wir auch nochmal sehen, dass wir einen neuen Stall herrichten, wa? Was mache ich dann? Jetzt will ich einmal nur mal ganz kurz ein bisschen vorskibbeln. Ein bisschen so meine Arbeit hier machen und es regnet. Boah, die Tiere gar nicht erst rausbimmeln. Es wäre schön, wenn der Regen in 4 Tagen kommt. Das wäre sehr schön, darüber würde ich mich freuen. Darüber würde ich mich aber freuen. Da, Taro-Knollen rollen. Taro-Knollen rollen. Sind zumindest unterwegs. Wir waren zumindest gerade unterwegs. Da, Taro-Knolle. Also ja, sie versaften sich. So. Das ist in Arbeit, das da hinten ist in Arbeit. Gehen wir ins Bett. Genau. Ach Mensch, ich werde selbst ein bisschen müde. Ein bisschen Schlaf wäre auch schön. Naja, in meinem Urlaub kann ich auch nicht ein bisschen schlafen. Machen wir wieder das Übliche. Abernten. Ach, wenn wir das nachher wieder alles irgendwie verkaufen, dann ist es wieder unsagbar viel Kohle. Dann kommen wir wieder mit einer Million raus. Ich weiß gar nicht, was mein Maximal war. Ich glaube, 2 Millionen ist schon so. Wir sind schon in unserem Maximalbereich von Geld drin, oder? Ich glaube, mehr hatte ich noch nicht gehabt. Aber ich frage mich, ob es ein Achievement dafür gibt, wenn ich 1 Million an einen Tag verdiene. Deswegen versuche ich das ja auch immer alles so ein bisschen zu sammeln. So, ich weiß, dass hier die Auberginen drin waren. Und hier die Cranberries. Und hier die Dinger. Von denen wir auch unendlich viele haben. Eine Geisha-Bohne. Wie sieht es denn hier bei euch aus? Ach, nehme ich schon mal mit. Ich nehme schon mal mit. Warum denn nicht? Die sind gerade alle nackt. Da greife ich zu. Muss ich auch rausklingeln. Na, Dinos. Dinos. Stört voll. Das kommt hier unten wieder rein. Können wir das nämlich auch gleich nochmal reinschmeißen.
Ach komm, leck mich am Fuß. Komm weg. Kann doch nicht mal irgendwas weg. Leck mich am Fuß. An der stinkigen Gesemauk. Alter, ist der Velociraptor gerade mit einem Salto rausgefallen? Ist er gerade rausgepurzelt? Da wird erstmal dauern. Damit werden sie sich erstmal aufhalten. Damit wird sich's erstmal aufhalten. Wir müssen irgendwann die Millionen zusammenkriegen, das wäre. Ich meine, da kann ich auch die Dinger mit reinmachen, aber ich glaube, die sind nicht so viel wert, oder? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, die sind nicht so viel wert. Ich glaube, wir kriegen damit vielleicht 20.000, 30.000 zusammen. Das ist nicht viel wert, weißt du? Na, Tierchen. Ach, Mensch. Naja, vielleicht werden wir das nächste Mal neu laden. Vielleicht. Vielleicht frunzelt es dann. Irgendwas fertig? Nö. Gar nichts. Okay. Ab ins Bett. Einen Tag machen wir jetzt noch. Und dann mache ich hier Ende. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde. Muss ich gucken. Naja, sag ich doch 33.000. Also, ja, klar, ist das natürlich auch immer alles irgendetwas, aber das jetzt extra aufbewahren dafür. Klingt eigentlich so ein bisschen. Ach Mensch, ist immer noch nicht fertig, Kacke. Oh, wir sind fertig. Fehlt nur noch, dass wir den einzigartigen Feldfrüchten. Aber kriegen wir ja auch, wenn der Salatkopter oben fertig ist. Weil ich glaube, mit einzigartigen Feldfrüchten meinen die einfach nur, dass ich verschiedene Feldfrüchte hinbringen muss. Glaube ich. Weil der halt die hier nicht mehr anerkennt. So, geil. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, welchen haben wir denn überhaupt jetzt tagstechnisch? Okay, cool. Das ist dann wirklich auch bald soweit. Komm her, du alter Knoblauch. Ich übersehe immer eine da unten, kann das sein? So, eingelegter Knoblauch war hiermit. Und das war auch. Das kriegst du. Ach Mensch, die ganzen Träger nerven. Ich denke mal, wir verkaufen alles, wenn wir auch die Haie und das Ganze, wenn die alle fertig sind. Ich denke mal, dann werden wir alles verkaufen und hoffen, dass wir dann eine Million bekommen, wa? Solange lasse ich auch noch die Kürbisse da oben, weil das sind auch nochmal 100.000. Die Kürbisse da oben. Die Kürbisse, die wir jetzt hatten, hätten wir auch lassen können. Das wären auch nochmal 100.000 gewesen, aber es wären, ja, ist egal. Da ist es denn egal, weißt du, aber bei den anderen ist es denn, ja, ergibt keinen Sinn, ich weiß. So bin ich nun mal. Sinnfrei, sinnlos.
sind da. So. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ich gucke nochmal zum Triceratops, wie weit der ist. Vielleicht können wir ja zufällig einen machen. Wir müssen sowieso, glaube ich, noch 2 Lichtringe kaufen. 5 Stück können wir sogar machen, geil. Können wir sogar machen, den machen wir auch, den machen wir auch. Leider haben wir 1 zu viel gemacht, dass wir nicht noch die nächsten starten können. Aber das machen wir jetzt noch schnell. Ja, ich weiß, das geht alles von meiner Zeit ab, aber mein Gott. Was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Es gibt Dinge, die sind halt auch wichtig. Und jetzt kommt ein Museums-Event. Ich wette mit euch, jetzt kommt ein Museums-Event. Ich kenne mich. Gut, das war ja klar. Oh, ich freue mich schon, wenn wir uns das alles angucken können. Gut, nicht bewegen. Museums-Event. Sehr geil. So, Triceratops. Cool. Oh, nur noch 2 Stück. Nur noch 2 Stück. Und der eine ist in Arbeit. Noch 3 Stück. Verdammt. Okay, nur noch 3 Stück, aber der eine ist in Arbeit. Trotzdem bleibt das bei. Tihi, geil. Gar nicht lange fackeln, lieber zurück teleportieren. Wir brauchen doch noch mal Osmium. So, ich will einen milchgebenden T-Rex. Geht nicht. Okay, Huhn. Ziehen wir es durch, Huhn. Ach Mist. Sebastian, mach es mal anders. Nack. Ach Mann, ich finde das schön. Ja, und unsere Tiere auch. Ja. Wir werden so viele lustige Dinos nachher haben. Das wird super. Okay. Ja, ich werde mich jetzt ins Bett verziehen. Ich wünschte auch im echten Leben, aber das geht nicht. Wir sehen uns denn nach meinem Urlaub eigentlich komplett wieder. Also seid nicht böse, wenn ich in der nächsten Folge einfach alles vergessen habe. Oder wenn Samstag eventuell die Folge ausfällt. Weil wir kommen Freitagabend zurück. Ich weiß nicht, wie der Samstag dann aussieht. So, deswegen ist es ja doch eine längere Fahrt und alles sehr anstrengend. Und es kann sein, dass Samstag eine Folge ausfällt, aber ich kann jetzt nicht auch noch für Samstag vorproduzieren. Ich hänge sowieso schon hinterher und ich habe sowieso derzeit keinerlei freie Minute mehr. Bis auf, wo ich dann ab und zu mal schlafe. Na gut, ich kann ja schon mal ins Bett gehen. So, ich verabschiede mich jetzt aber. Geil, Triceratops. 55.000 nur. ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, nach meinem Urlaub. Ich hoffe, ich erhole mich schön. Und ich hoffe, ihr erholt euch auch von mir. Wobei, ihr seht mich ja weiter. Und wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.